herzlich willkommen zurück zu Pinball FX 3. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, eigentlich sollte ja jeden Donnerstag nur eine Folge kommen, aber die werde ich einfach mittendrin reinsetzen, weil wir haben immer noch den Donnerstag. ich habe gerade eine Runde Clash Force gespielt und das ist ziemlich übel abgegangen gerade und ich brauche irgendwas, was mich jetzt beruhigt, was nicht zu heftig ist. Und fortsetzen? Nein, danke. Geh mal da rein. My Collection. We got the Zen Collection. Aber da können wir auf jeden Fall Tesla und Shaman jetzt spielen. Wir spielen nicht einen weiteren neuen. Aber ich wollte mal reinschauen, wir hatten da noch eine Zusatzfunktion gehabt. Nämlich diese Challenge. Das habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Wir kennen das mit Upgrades. Oh, die gehen immer weiter hoch. Man kann nur zwei drinnen haben. Schaltet Wizardkraft frei durch Erreichen von 5 Sterne in ein Ball Challenge. Ah, also ich muss diese Challenges hier machen. Also im Endeffekt geht es darum, ganz viel hier frei zu hauen, damit wir da mehr Punkte kriegen und dergleichen. Okay, gehen wir mal in ein Ball Challenge. Dann schauen wir mal, wie wir es schaffen. Ja, wir kennen den. Wir haben ihn gerade gespielt. Vor einer guten Stunde. Schauen wir ihn nochmal kurz ein bisschen an. Das Anfang des Videos ist. Vielleicht sollte man in den Videos, sollte ich auch erst anfangen mit den Herausforderungen und dann rüber ins Hauptspiel gehen. Mal gucken. Okay, legen wir los. Bam! Unbeliever. Ui. Und einmal dadurch. Hehehe. Yay. Mach den Vulkan. Nein. Kugel konnten wir retten zum Glück. Ja, das war nix. Wir haben nämlich nur eine. No, 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 no. Ah! Okay, das war ein ziemlicher Fail und das war's dann. Mehr Punkte gibt's nicht. Ja. Wir haben trotzdem 1 bekommen. Wir brauchen aber 5. Erneut spielen. Wir brauchen mehr Punkte. Hey! Ach, Fail. Ah. Also wir haben einen weiteren bekommen, ne? War richtig. Nee, wir brauchen 300.000 für den nächsten. Das heißt, ich brauchst ja wahrscheinlich 1,5 Millionen, was gar nicht so einfach ist für 5 Stück. Für einen Ball. Oh, eine Runde gedreht. Direkt nochmal. Du drehst eine Runde? Ah, dann geht der raus. So ein Pech. 1,2 Millionen, wer der nächste ist. Na, also 1,5 wird das sein, was ich brauche. Wir versuchen es nochmal. Muss natürlich ein bisschen Glück noch haben. Yay! Good one. Ah! Das war wieder ein Schuss in den Ofen.
Volleyball Challenge Results. Challenges. 3 von 15. Mist. Und 15, wenn das immer 300 sind, wären wir so bei 3 Millionen. 4,5 Millionen. Boah, 4,5 Millionen mit einer Kugel. Das ist heftig. 5 Minuten Challenge. Okay, die schauen wir uns mal an. Ah, trommel du mal dein Spielchen. Versuchen wir dich nochmal richtig trommeln. Ah. 5 Minuten spielen. 5 Minuten so viele Punkte wie möglich erreichen, vermute ich. Ja, erziele die höchste Punktzahl. Ah, ich darf da jetzt nicht so genau hingucken. Yay! In begrenzter Zeit unbegrenzte Kugelretter. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, es geht einfach nur immer weiter hämmern. Pünktchen holen. Oh, da! Wenn er da hingeht, schwingt der nochmal zusätzlich und kriegt einen Schwung. Wieso ist das da jetzt ein bisschen das Blaue hell geworden? Muss ich da jetzt irgendwas machen? Na, Fragen über Fragen. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, ne? Weil das da umschwingt. Hey, ein bisschen Lava. Das wäre cool, wenn der jetzt endlich mal explodieren würde. Komm, geh rein da. Ah, nochmal gerettet. Glück gehabt. Du tatzt nochmal eine Runde. Ah. Nächstes Ballrettung. Na, da hatten wir auch noch keinen drin heute. Oder in dem Video. Schade, die linke Seite wäre jetzt gut gewesen oben bei der Lava. Okay, der Blaue ist auch am Schwingen. Wie kriege ich jetzt noch den Roten? Ich muss ja wahrscheinlich den anderen jetzt noch treffen, den Linken. Wo ist er? Und du? Hä? So, ich muss den jetzt irgendwo links gegen den treffen. Ich hoffe, nicht klappt das. Mist. Nein, die schwingen nicht mehr. Schade, das wäre bestimmt irgendwas Cooles geworden. Ach, Kacke. Grrr. Also im Endeffekt muss man immer weiterspielen. Man kriegt sowieso immer mehr Punkte mit der Zeit, weil man immer mehr höhere Upgrades hat. Jetzt gerade gesehen, wir haben schon Upgrade 3 darin gehabt. Das heißt, das würde mir dann auch natürlich den Einball wesentlich erleichtern. Also alles nur eine Frage der Zeit. Oh, 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 oh. Ah, rah, rah. Eine Minute noch. Mach doch noch mal ein paar Pünktchen. Das ist ein bisschen lame hier gerade. Ah. Wir haben noch nicht mal einen, nicht einen Stern, weil wir in 5 Minuten es nicht schaffen, 1,2 Millionen Punkte zu holen, weil das hier die ganze Zeit in die Hose geht.
Ach Mist, hätte ich nochmal gekonnt. Oh doch, 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 da hast du. Na, Grrk. 12 Sekunden. Werden wir da noch 200.000 Punkte schaffen? Sehr wahrscheinlich nicht. Ah, jetzt habe ich da oben drauf die Punkte geachtet. Das mit X, das war wohl nix. Nö. Hat nicht gereicht für einen einzigen. Ja, ein Upgrade haben wir erhöht. Zwei Upgrades sogar. Immerhin. Können wir doch gerade mal reinschauen. Das können wir auf jeden Fall weiter drinnen lassen. Wir können ja sowieso nichts anderes reintun, nur die zwei. Ja, und wir haben nicht einen bekommen. Ah, Erfahrungspunkte kriegen wir zusätzlich. Die bringen mir vielleicht auch irgendwas. Müsste ich mal gucken. Ja, nicht ein Punkt. Überleben-Challenge. Die wollen wir uns auch noch anschauen. Erziele Zielpunktzahlen zum Überleben. Unbegrenzter Kugelretter. Also ich habe eine Minute Zeit, 200.000 Punkte zu erlangen. Sehe ich das richtig? Das fängt schon mal sehr gut an. Ah! Ja, dann fliegt er da wieder raus. Das war ein Pech. Komm, schieß dir ein paar Mal da rein. Das bringt gute Punkte. Okay, 400.000 für die nächste Minute. Hey, hier, da oben. Wieso kann ich den nicht hauen? Der Ball liegt doch da drin. Ich seh's doch. Ich glaube wirklich, das meiste bringt momentan hier dieser komische Trommelkerl. Wir sollten da vielleicht für die Punkte den wieder aufschießen. Oh, dort, 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 dort. Geht jetzt direkt wieder bei dir rein. Ah, wenn es denn klappen würde. Zeitgleich. Ha. Also 80.000. Wir müssen immer wieder da rein, während das so am Blinken ist. Das gibt hier die dicken Punkte momentan. Millionen. Ah! Ich sollte wirklich nicht mehr auf die Punktzahl achten. Das lenkt mich immer wieder vom Ball ab. Ja, 15.000, 80.000, 500.000 habe ich das richtig gelesen. Also da ist wirklich das, wo wir jetzt momentan die richtig gelben Punkte kriegen. Wir sollten das immer weiter nutzen. Und hier wäre noch interessant, was passiert, wenn wir alle drei haben. Aber geht sehr wahrscheinlich wieder in die Hose, also nicht zu sehr versuchen. Lieber nochmal da rein bei dem einen Kerl. Ah! Komm schon! Time is running! Kostet natürlich alles Zeit gerade. 2 Millionen für den nächsten. Hunderttausend! Schießt da immer wieder rein. Auch nicht schlecht. Ja, 12.000 diesmal nur. Warum auch immer. Das kostet natürlich Zeit. So, und jetzt rein da. Ah, Mist.
Nein, ich komme da einfach nicht mehr rein. Grrr, jetzt wird's knapp. Wir brauchen noch 600.000 Punkte und das war's dann wohl. Zeit ist rum. Time is over. Aber das gab ein paar Punkte, nicht schlecht. Yeah. Rewind freigeschaltet. Survival Challenge Results. That's awesome! Okay. Dann gehen wir zu Challenges. Tischmeisterung 22 von 200. Also man kann hier richtig viel Zeit investieren in das Spiel. Und wir haben das jetzt freigeschaltet. Und wir können das zusätzlich, diese Wizard Graphic gehen zusätzlich zu den passiven Upgrades. Also wir können ja zwei Stück hiervon auswählen. Ich weiß nicht, ob das später geht, dass man alle sechs drin hat. Zeit zurückzunehmen zum erneuten Spielen der letzten Sekunden. Geht während des Drückens bis zu einer Sekunde in die Vergangenheit. Aha. Geht während des Drückens bis zu anderthalb Sekunden. Also das kann man immer weiter hochmachen. Für ein Level-Up spult die Zeit natürlich weiterhin zurück. Dadurch kann man natürlich ständig seine Kugeln retten. Ist schon ein bisschen unfair irgendwie. Ist schon fast wie Cheaten. Aber wenn es später auf mehrere Sekunden ist, kann man sich immer wieder retten. Frage ist, wie oft kann man das machen? Each table features upgrades and wizard powers, which can be leveled up as you gain XP. Mhm. Sag los. Ich dachte, du erzählst mir mehr über diese Fähigkeit noch. Gehen wir mal rein und schauen uns das mal an. Was ist eigentlich Hot Seat? Im lokalen Hot Seat spielen bis zu vier. Achso, ja, okay. Multiplayer bei uns. Nee. Übung. Nein. Einzelspieler auf jeden Fall. Dein gespeichertes Spiel hat ein anderes Upgrade-Set. Neue Einstellung. Ah, mit Y aktiviere ich das. Interessant. Aber was bringt mir eine Sekunde? Gar nichts. Eine Sekunde bringt mir gar nichts. Das wird nur später interessant. Also 20 Spiele lang drin lassen und sehr hoch upgraden. Wenn das dann 10 Sekunden hat, dann wird das interessant, um einen kompletten Balllauf zu retten. Vorher ist es eher Beiwerk. Jetzt natürlich zeigen gleich mal. Wäre auch interessant, ob sich das immer wieder regeneriert, ob das dann eine Zeit lang dauert, bis das wieder geht. Wären auf jeden Fall viele Punkte, wir haben es gemerkt. Oh, der wurde gerettet, sehr schön. Okay. Eine Sekunde, siehst du, das meinte ich, das bringt mir nichts. Der Ball ist da unten raus. Das ist, bringt nichts. Und wir können es direkt wieder machen. Ah, nee, da unten ist eine Zeitschaltuhr. Nee, doch, geht. Oder? Warum ist die anders da am Stehen? Das weiß ich nicht. Die Uhrzeit, sieht dieses grauen Bereich, der hat sich jetzt irgendwie verändert beim erweiterten Nutzen. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Und sie dreht sich schon wieder ein Stück weiter. Warum ist das so? Es könnte sein, dass wenn das komplett aufgebraucht ist, dass das dann nicht mehr geht. Machen wir das dann nochmal, um es nur herauszufinden. Okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Das heißt, man kann es nur fünfmal nutzen. Natürlich auch so ein Ding. 80.000. Das ist echt geil. Das ist richtig geil. Das sind richtig dicke Punkte. Und wieder ein Upgrade. Und wieder 80.000. Ich sag's ja, im Endeffekt müssen wir einfach nur immer weiter spielen und die Punkte werden von alleine mehr werden, weil wir immer mehr Upgrades haben. Ja, der Schamane ist auf jeden Fall da in der... Der Trommler ist meine Geldpunkteeinnahmequelle. Ach, 80.000 jedes Mal. Das ist heftig. Ah, genau in die Mitte. So ein Murks.
Nein! Das sah ich schon, dass der in dem Mittelfeld ist. Wieso macht der manchmal 15? Ich glaube, 15 ist nur der erste, nachdem die Tür auf ist. Und danach wird es 80. Ah, das war Pech. Noch wieder irgendein lokaler Scheißerfolg, den keiner interessiert. Auf zum Einzelspieler. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Gibt es hier noch. Main Menu. Was bringt mir das, wenn ich hier noch was kriege, aufsteige im Level? Ist das wichtig? Kann ich hier mir zusätzliche Sachen dafür holen? 17 Spiele haben wir insgesamt zusammen gemacht, okay. Main Menu. Matchup. Ah, irgendwelche Turniere laufen, das interessiert uns eher weniger. Vielleicht irgendwann mal wird es interessant. Was heißt das da unten? Der Erfolg. Steht ja Erfolg und dann ist da ein Schloss. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Vielleicht, dass es freigeschaltet ist. Das kann sein. Keine Ahnung. Ja. Das hat mir jetzt gut getan, auf jeden Fall mal wieder so zwischendurch. Und wir haben was Neues über das Spiel rausgefunden. Nämlich die Challenges, die ja echt wichtig sind, um mehr Upgrades zu kriegen, um im Einzelspieler noch mehr Punkte zu holen. Da muss man sich natürlich recht viel Zeit investieren. Und beim nächsten Mal werden wir uns V12 oder Eldorado anschauen. Bis demnächst, euer Chojin.